Devande Guru Padadam Dham Bhakta Brinda Samanditam Sri Chaitanya Prabham Vande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanam Mandiradhika Charanadvayam Gopi Jana Samayuktam Brindavana Manoharam Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girimat Kripadamaham Vande Sri Gurum Dinataranam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siddhaita Gadada Shivasari Gauru Bhakta Brinda Anga Shyamali Machatta Bira Vito Mandi Kritendi Varam Chadyam Jagudara Tisham Vidatatam Patam Vrasta Shriya Brindaran Nevilasi Namri Dilasa Dama Birama Daram Radha Skanda Niveshito Jvala Bujam Jayima Dama Daram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So, Kartik Mas ist die beste Zeit im Jahr. Aber es ist nicht einfach nur die Zeit. Die Zeit ist auch glückverheißend. Was macht man in der Zeit natürlich auch? Ne? Viele wissen es gar nicht, wofür man es nutzen sollte. Ne? Kartik ist Radharanis Monat. Radharani möchte nur eines, dass die ganze Welt Krishna bewusst ist und Krishna eine Freude macht. Das ist alles. Und das ist unsere ewige Natur. Dort sind wir zu Hause auch. Wenn wir Krishna Freude machen, dann eigentlich sind wir echt wirkliche Egoisten, wahre Egoisten und machen uns selbst auch eine Freude nebenbei. Auch wenn das nicht die Motivation ist und wenn das sogar störend ist. Wenn sie Krishna sieht, dann ist sie so in Ekstase, dass sie so viele Tränen runterrinnen, dass sie Krishna nicht mehr sehen kann. Ne? Dann verflucht sie diese Ekstase. Sie möchte es nicht haben. Warum ist es so ekstatisch, Krishna zu sehen? Dann sie kann ihn nicht mehr sehen. Ne? So, sie will das eigentlich gar nicht. Sie will gar nicht happy sein. Sie will einfach nur Krishna sehen. Das ist der Service auch. So auch wenn man in den Tempel kommt und Darshan nimmt von den Deities. Das ist unser Service. Wir kommen hin und sind happy, dass wir Krishna sehen. Ne? Wir können ihn eh nicht sehen. Und auch schon. Ne? Krishna erscheint als Murti für die materiellen Augen, damit man ihn erkennen kann. Und gleichzeitig kann man ihn aber nur erkennen, wenn er möchte. Ne? Und wenn man durch Bhakti Bhakti Amama Bijanati Yavanyas Chasmitattvata. Krishna sagt, man kann mich erkennen, man kann mich verstehen, nur mit Bhakti. So, man kann mit den Augen Krishna nicht sehen, aber gleichzeitig kann man mit den Augen Krishna sehen, wenn es Krishna so möchte. Das ist, und er kommt eben, warum kommt er als Murti? Wenn man dann mit den Augen nicht sehen soll und kann. Das ist spezielle Barmherzigkeit des Krishna von Golok Brindavan. In dieses Kali-Yoga auf diese Erde kommt und als Murti erscheint und den Dienst von seinen Vaishnavas akzeptiert, ne, von den Bhaktas akzeptiert. Und selbst von denen, die keine Ahnung haben, Krishna akzeptiert den Dienst. Prahlad Maharaj sagt das so schön. Naivatmano Prabhuradam Nijalava Purno Manam Janada Vidusha Karno Brinita Yadjachane Bhagavate Vidadhita Manam Tachatmane Pratimukhasayata Mukhashri. Warum nimmt der Krishna den Dienst an? Von jemandem, der ihm Respekt gibt, auch wenn er nicht weiß, dass er Gott ist. Jemand kommt in den Tempel, jetzt Kartik, ne? Und opfert ein Licht. Weil es ihm der Sadhu Maharaj sagt. Keine Ahnung, ne? Opfer ein Licht, nimm das Licht und opfer ein Krishna akzeptiert es. Auch wenn die Person keine Ahnung hat, was er da macht, was sie da macht. Ne? Keine Ahnung. Krishna akzeptiert das. Warum akzeptiert er das? Nicht für sich selber. Naivatmano Prabhuralam Nijalaba Purno. Der Herr ist vollkommen, er braucht kein Licht. Was braucht er? Licht, er ist die Quelle von allem Licht. Ne? Wozu braucht Krishna ein Licht? Aber warum akzeptiert er das? Für die Person. Warum? Weil Krishna ist barmherzig. Das ist seine Barmherzigkeit, dass wenn er was nimmt. Deswegen, warum gehen die Vaishnavas zu den Haushältern und nehmen die Spenden. Also die Tyagis, Brahmacharis, Sannyasis, die gehen zu den Haushältern und nehmen die Spenden. Warum? Nicht, weil sie es brauchen. Nicht, weil wir einen tollen Tempel brauchen und das brauchen. Wir brauchen es nicht. Wir können auch irgendwo ganz simpel irgendwo leben. Aber damit
die einen Nutzen haben, die was geben. Ne? Das, viele verstehen das nicht. Und warum baut man einen Riesentempel und einen opulenten Tempel und alles, damit viele Menschen was tun können? Weil das ist das Beste, was denen passieren kann, dass denen etwas von dem Geld einfach in Krishnas Dienst verwendet wird. Ne? Das ist das, was nach dem Tod auch noch zählt. Das andere, das zählt bis zum Tod, aber mit dem Tod ist alles finished, ist erledigt. Aber das, was du zu Krishna gibst, das bleibt noch über. Ne? So, deswegen nehmen wir gern die Spenden auch von den Beispielen. Natürlich soll man es nicht missbrauchen, nicht für sich, sondern geben es den Krishna Service und dann kriegen alle einen Nutzen, die davon das haben. Das ist unser Service sozusagen auch, ne? An den Menschen. Und deswegen, das, da haben wir auch dann, wenn man das reinmacht, sind alle happy. Die, die gespendet haben, Krishna ist auch happy, die Spende verwenden in Krishnas Service, das ist alles, das ist Prasadam-Prinzip. Ne? Mit alles Prasadam, mit alles Krishnas Barmherzigkeit. Sonst ist alles Karma und hat alles Aktion und Reaktion und du musst andere ausbeuten, um selber zu überleben und es ist alles Gewalt mehr oder weniger in dieser Welt. Du musst immer gewalttätig sein, um zu überleben. Du musst andere Lebewesen, musst dir den Körper wegnehmen und den in den Kochtopf werfen und was weiß ich, und zum Überleben. Ne? So, das ist diese Welt so. Aber wenn man es Krishna gibt, dann wird alles Prasadam, wird alles Barmherzigkeit für alle Beteiligten. Dafür gibt es Tempel, damit die Menschen zusammenkommen, einfach um das zu machen. Und dafür kommt Krishna in diese Welt herab, als Murti. Krishna kommt als Namen, einfach für das, damit man ihm irgendwie dienen kann. Und das ist das, wo wir hingehören. Und die, wie im Vorher gesungen, Shunyachi Sadhu Mukhe, Bole Sarvajan. Alle Menschen sagen, alle hören das. Ich habe es auch gehört von dem Mund aus den Sadhus. Shirupa Kripaya Mille Jugalacharan. Das ist eigentlich, was die Sadhus wirklich möchten. Warum diese Tempel? Wir bauen die Tempel, damit alle kommen, damit jeder einen Nutzen haben kann. Aber warum? Damit sie auch sagen können, Suniyachi, ich habe es gehört. Das kann nur derjenige sagen, der sitzt, Sadhu Mukhe. Suniyachi Sadhu Mukhe. Ich habe es von den Sadhus gehört. Warum? Weil man zu den Sadhus kommt, sich hinsetzt und zuhört. Dafür sind die Tempel da. Was hört man? Shirupa Kripaya Mille Jugalacharan. Durch die Barmherzigkeit von Rupa Goswami, die Barmherzigkeit von Gurudev, kann man die Lotusfüße von Shirada Govinda erlangen. Und das ist, was man möchte. Jetzt ist Kartik Brata. Viele Devotis machen am Brata ein Gelübde. Und unsere Acharyas haben gesagt, wünsch dir nur eins. Wünsch dir nur die Segnungen von Srimati Radhika, Radha Dasyam, Dienst zu Radha Krishna. Wünscht dir nichts anderes. Kartik Brata kann dir alles geben. Aber alles andere, außer Bhakti, fesselt dich an diese Welt von Geburt und Tod. So, es bringt nichts. Ich habe gesehen, einige Devotees, die waren Kartik in Vrindavan, die waren vor 25 Jahren mit mir in Vrindavan, die sind bis heute beschäftigt mit ihrem Karma, was sie sich damals gewünscht haben. So, das ist auch mit einem Leben wahrscheinlich nicht fertig. So, deswegen Kartik Brata ist powerful. Und man kann, Krishna gibt dir alles. Yetra amam prapadyate tam stateiva pajamyaham. Wie du zu Krishna kommst, Krishna gibt es dir. So, wir wünschen uns nur eins. Wir wollen Krishna Freude machen. Und das ist, was Satyavrata Muni im Damodarashtakam auch sagt. Den Vers, den Guru Maharaj mal gefragt hat in Vrindavan, und niemand ist ihm eingefallen, weil alle so geschockt waren. Weil Guru Maharaj... Und niemand. Und ich bin in der ersten Reihe gesessen, mir ist auch nicht eingefallen. Niemand. Guru Maharaj ist auch nicht eingefallen. Vierter Vers. Varam deva moksham na moksham vadimva na chanyam vrineham vareshadapiha. Ich glaube, deswegen merke ich mir den Vers jetzt auch für immer, weil dann Guru Maharaj war dann zornig, dass wir überhaupt nichts wissen und nach Vrindavan kommen und einfach nur essen und reden und plaudern und Geld ausgeben, anstatt unseren Geist auf Damoda zu richten. Und was sagt Satyavrata Muni? Ich meine, das ist der vierte Vers, es geht über viele Schichten. Damoda Rashtakam geht vom ersten Vers, vom ersten Wort, von Namami, ich verneige mich, bis zu Namuradikayai, ich verneige mich zu Radharani. Satyavrata Muni verneigt sich zu Damoda, der aus Angst
vermute er schon, der durch Vrindavan läuft und weint. Und, aber auch dadurch zeigt, dass er nur eins, dass nur eins hilft, dass er nur noch eins gebunden werden kann durch Bhakti. Tadiyeshita Geshu Bhaktairajitattva. Man kann bezwungen werden nur durch Bhakti. Und das zeigt er allen denen, die vom Krishnas majestätischen Aspekt irgendwie auch bezaubert sind. Nur Bhakti kann ihn kontrollieren, nur Bhakti kann ihn sogar fesseln. Satyabrata Muni sagt dann aber, Varam Deva Moksham na Moksha Vadimva. Du kannst alles geben, ne? Dieser Gopal, Varam Deva Moksham na Moksham Vadimva. Na Chanyam Vrineham Vareshat. Ja, ich möchte vom höchsten Herrn, Varesha, er ist der Herr, der alle Segnungen geben kann. Von dem möchte ich es aber nicht haben. Er kann alle Segnungen geben, er kann Moksha geben, was immer du haben willst. Du kannst alles haben von Krishna, alles. Bhoga, Genuss oder Moksha oder Befreiung. Aber ich möchte es alles nicht haben, sagt der Vatamuni. Alles, wenn du um Genuss bittest, für den materiellen Körper irgendwas, ist ohnehin zeitweilig und voller Leid. Egal was es ist. Ne? Es ist Ehisang Sparshaja Bhoga Dukkha Jona Evate. Dieser materielle Genuss ist die Quelle von Leid. Das muss man, das verstehen die, die Intelligenz haben. Ne? Krishna sagt das in der Gita. Ehisang Sparshaja Bhoga Dukkha Jona Evate Adyantavanta Kaunteya Nateshu Ramate Buddha. Die, die Buddha sind, die Intelligenz haben, die finden ihre Freude nicht dort. Die suchen ihre Freude nicht dort. Deswegen sagt der Brattamoni, sagt, ich suche meine Freude auch nicht da. Ich möchte es nicht haben. Mahaprabhu sagt dasselbe. Nadhanam, Najanam, Nasundarim, Kavitam, Vajagadisha, Kame. Ich möchte kein Geld, ich möchte keine Anhänger, ich möchte keine hübsche Frau haben, ich möchte gar nichts haben. Nadhanam, Najanam, Nasundarim, Kavitam, ich möchte keine, kein Wissen haben, keine Gelehrsamkeit, ich möchte es nicht haben. Ich möchte nur eins, Mama Janmani, Janmanishwari, Bhavatad Bhakti Rahetukita. Ich möchte einfach nur Bhakti haben. Mahaprabhu, dasselbe, alle, wenn du Bhagavatam aufschlägst, in jedem Vers geht es um pure Bhakti. Da wird es also Dharma Projita Kaita Vatra Paramo Nirmatsaranam Satam. Also alles, was anderes, alles, was Dharma Atakama Moksha ist im Bhagavatam, ist rausgekickt, weit weg. Wenn du Bhagavatam aufschlägst, geht es nur um Bhakti. Satyabrata Muni hat dieselbe Verwirklichung. Warum? Weil er Darshan hat von der Wahrheit. Sonst ist man, solange man nicht Krishna sieht, sieht man Maya. Und solange man Maya sieht, ist man eben ein Mayavadi. Und ist eben mit Maya da verbandelt und denkt, das ist die Wirklichkeit. Und das Problem ist, dass man eben denkt, das ist die Wirklichkeit. Wenn man weiß, das ist Maya, kann man sich Maya ruhig anschauen. Aber man schaut sich Maya an und denkt, das ist es. Das ist das Problem, was Satyabrata Muni sieht. Nach tausenden von Jahren von Meditation und von der Verwirklichung, wo er immer tiefer reingeht, dann sieht er einfach diesen höchsten Herrn, der einfach, es ist so wunderbar, sich vorzustellen, dass der höchste Herr, der alles kontrolliert. Er sagt im ersten Vers, Namam Ishwaram. Er ist Ishwaram, er ist Ishwaram, er ist er ist der Ishwara von allen Ishwaras, ne? Er ist der Herrscher von allen Herrschern. Und dieser höchste Herr kommt einfach als kleiner Junge. Es ist einfach so wunderbar, ne? Das kann man gar nicht. Und Mutter Yashoda nimmt diesen höchsten Herrn und trinkt die Brustmilch von Mutter Yashoda. Und Mutter Yashoda genießt einfach ihren Rasa. Man kann sich gar nicht vorstellen, was das. Satyabrata Muni sieht diesen Rasa von Mutter Yashoda. Diesmal wie Mutter Yashoda halt mit einem Stock nach dem Krishna läuft, um ihn zu erziehen. Aber welche Freude da drinnen ist, man kann sich gar nicht vorstellen. Weil die absolute Paramananda Krishna, die ganze die Freude, kommt auf diese Welt in der Form von diesem kleinen Gopal und macht seine Spiele. Und Satyabrata Muni irgendwie kommt es in sein Bewusstsein. Deswegen verneigt er sich zuerst einmal. Namam Ishwaram. Was ist da los? Ne? Der höchste Herr läuft davon aus Angst. Aber er ist Namam Ishwaram, Satchit Ananda Rupam. Er ist Satchit Ananda Rupam.
Er ist transzendental, voller Freude, voller Bewusstsein, voller Wissen, alles. Aber er hat Angst und läuft durch und strahlt einfach wunderschön. Ne? So sagt der Pratamuni, sieht diesen Gopal. Und da sagt er, ich möchte eigentlich überhaupt nichts mehr haben von dieser Welt. Varam deva moksham na moksham vadim vani. Ich möchte nicht moksha, ich möchte nicht irgendwas anderes. Krishna kann eh alles geben, was immer, du hast ein Wunschbaum. Aber was soll man sich von Krishna anderes wünschen, außer von dieser Maya befreit zu werden und mit ihm zu sein, in dieser Wirklichkeit zu leben. Und was ist die Wirklichkeit? Die Wirklichkeit, wir sind Krishna das. Dann sind wir Krishnas Diener, aber das ist unsere höchste Freude. So, das sollte man sich wünschen. Das ist Kartik Bratta, man sollte sich nichts anderes wünschen auch. Von Krishna nicht und von Srimati Radhika auch nicht. Einfach nur die Segnungen. Radha Krishnas Segnungen. So, Satyabrata Muni wünscht sich zunächst einmal Idam Deva Purnata Gopala Balam Sadame Manasi Avirashtam Kimanyai. Ich möchte nur, dass dieser Gopal Idam Deva Purnata Gopal Gopala Balam. Balam heißt keiner Junge. Dieser Gopal Bala, der soll in meinem Herzen sein. Der diesen Körper hat von einem Gopal. Der die Form hat. Den möchte ich in mein Herzen haben. Sada, immer. Sadamanasi Abhirashtam, der soll immer fix sein in meinem Herzen. Ich möchte nichts anderes haben. Kiman, was brauche ich? Irgendwelche andere Segnungen. Wenn wir auch zu dem Punkt kommen, dass wir denken, was brauche ich? Irgendwelche anderen Segnungen, dann haben wir echt die Segnungen bekommen von Guru, Vaishnavas und von Krishna. Wenn man denkt, das ist das, was ich möchte. All die Bhajans, die wir vorher gesungen haben, da geht es nur um das. Jetzt, wann kommt man eigentlich zu dem Punkt, dass man versteht, es geht um Krishna. Es geht um Radha Krishna. Es geht um das. Das ist die Wirklichkeit. Das ist das, wo wir hingehören. Ne? Das ist das, wo wir zu Hause sind. Das ist dort, wo wir happy sein und wo wir für immer happy sein können. Ne? In dieser Welt hier kannst du nur für 30 Sekunden happy sein. Dann ist schon wieder irgendwas, was nicht passt. Ist wirklich so, ne? Es macht uns nur die Werbung, lässt uns glauben, dass es. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie noch heute dieses und jenes. Nicht? Aber es passiert halt einfach nicht. Die Welt ist einfach so. So, Satyabrata Muni wünscht sich einfach. Idam Deva Purnata Gopala Balam Sadame Manasi Avirastam Kimanyai. Was soll ich mit was anderem? Kimanya heißt. Was soll ich mit dem Rest anfangen von dieser Welt? Man braucht es nicht. So. Es geht ganz leicht, beziehungsweise es ist ein simpler Vorgang, aber es ist so schwierig, seinen Geist drauf zu richten. Ne? Weil so viel Karma da noch drinnen pickt und so viel Anarthas einfach uns das Leben so schwer machen, das spirituelle Leben so schwer machen. An sich ist es so simpel. Idam Deva Purnata Gopala Balam, Krishna, komm einfach in mein Herz, bleib einfach in mein Herz, ich möchte nichts anderes haben. Ich möchte nur dich sehen. Den kleinen Gopal, ich möchte nichts anderes haben. Das ist, man soll sich zumindest wünschen, warum rezitieren wir dieses Bhagavad Damodar Ashtakam? Ne? Nicht einfach um so, okay, fertig, heute auch geschafft. Jeden Tag Damodar Ashtakam, okay, zack, abgehakt. Das ist nicht der Sinn davon. Sondern man soll es meinen auch. Ne? Guru Maharaj, als wir das gesungen haben in Vrindavan, hat gesagt, do you see it? You have to see it. Also er hat uns den Auftrag gegeben, ne? Die Anweisung gegeben, you have to see it. Und das ist einfach unsere Arbeit auch. Ne? Am besten, man lernt es auswendig. Ohne die Lieder auswendig zu lernen, ist sehr schwierig zu verstehen. Weil wir haben den Körper gekriegt, wir haben diesen Geist gekriegt, das sind Instrumente, die können beschäftigt. Ne? Und wenn man das alles nur mit Hilfsmitteln macht, mit Videos, mit Aufnahmen und mit auch selbst Bücher, das ist nicht dasselbe, als wenn man es mit dem Körper alleine macht. Ne? Nur mit den eigenen, was Gott uns gegeben hat, sozusagen, ne? Um ihn zu verwirklichen. Weil dieser menschliche Körper ist dazu gedacht, um Krishna zu lieben, um Krishna zu verwirklichen. Und wenn man den verwendet, dann kann man eintauchen. Ne? Das ist die Arbeit. In Kali Yuga, es ist mühsam. Geist ist Manda Sumanda Mataya Manda Bhagya Yupadruta. Alles ist schlecht.
Manda, Sumanda, Mataya, das Bewusstsein ist noch schlechter. Manda Bhagya, jeder ist unglücklich. Es gibt kein Glück für die Menschen. Und Upadruta ist immer voll alles aufgedreht. Es läuft immer auf vollen Touren im Kali Yoga. Ne? Es gibt keinen Frieden eigentlich. Das ist live. Ne? Das Leben ist so geworden, so wie, sagt man, New York ist die Stadt, die immer schläft. Ne? Das läuft einfach die ganze Zeit durch. Ne? Es ist beschäftigt. Man hat keine Zeit mehr, zu sich selber zu kommen. Und einfach reinzugehen und sich denselben Wunsch einfach mal zu formulieren. Aufrichtig, ich möchte auch nur den Krishna im Herzen haben. Ich möchte nichts anderes. Kimanya, was soll ich mit dem Rest machen? Ich mag es nicht mehr. Hab genug, wir haben sehr Leben für Leben gehabt. Und wir wissen nicht, was rausgekommen ist, nichts. Ich meine, das bleibt nichts über. Ne? So, das ist die Meditation, die man haben sollte, ne? Im Kartik. Einfach auf Krishna fokussieren. Den Rest der Welt ausknipsen. Soweit es halt geht, ne? Soweit es geht. Dann ist man happy. Das ist eben, wir wissen sehr, dass wir die Welt vergessen, dass es uns gut geht. Warum nehmen die Leute Drogen, damit sie die Welt vergessen, ne? So, warum machen wir Kirtan? Einfach um diese Welt zu, das ist unsere Droge, um die Welt zu vergessen. Um einfach berauscht zu werden von Krishnas Sehnsucht, von dem Wunsch, zu Krishna zu kommen. Ne? Das ist unser Rausch. Das ist auch der Genuss, das ist was von der Seele für die Seele. Und das ist Sadhu Sangha auch, dass man den Wunsch zusammen kultiviert. Ne? Dass man gemeinsam den Wunsch formuliert, okay, in dem Leben gehen wir so weit wie möglich in Richtung Goloka Vrindavan. Wir wissen nicht, wie weit wir es schaffen. Ne? Aber wir versuchen alles, was geht. Ne? Wie weit, es liegt dann eh an Krishna. Da gibt es das schöne Beispiel von dem kleinen Vogel, der seine Eier an den Strand gelegt hat vom Meer. Ne? Und das Meer hat mit den Wellen die Eier genommen. Und der Vogel hat es mitbekommen und hat dem Meer gesagt, hey, come on, gib mir die Eier zurück, das sind meine Kinder. Dem Meer ist das natürlich wurscht, was ein kleiner Vogel da. Und der Vogel hat dann gesagt, also wenn du mir die Eier nicht zurückgibst, mit meinem Schnabel, ich leer dich aus. Das war natürlich dem Ozean genauso egal, nicht? Weil so ein winziger, ich meine, du kannst mit einem Kübel den Ozean nicht ausleeren. Und auch mit irgendeinem, was ich weiß, alles für Hilfsmitteln. Und dann, der kleine Vogel hat einfach begonnen, okay, mit seinem winzigen Schnabel hat er einfach begonnen, den Ozean auszuleeren, schön langsam, ne? Da ist nichts passiert, nicht? Aber der hat nicht aufgegeben. Und dann, die anderen Vögel haben sich ein bisschen lustig gemacht, haben sich schon gewundert und die News sind gegangen bis zu Garuda. Und Garuda hat gehört, dass meinem Bruder wurden die Eier weggenommen von dem Ozean. Okay, dann helfe ich ihm. Dann ist Garuda gekommen, hat dem Ozean gesagt, hey, pass auf, gib die zurück oder ich trockne dich aus. Und Garuda kann das. Garuda hat alleine alle Halbgötter besiegt. Ne? Mit einem Flügelschlag kann er auch den Ozean austrocknen, wenn er möchte. Ne? So, dann der Ozean war gezwungen, hat es zurückgegeben. Ne? So, wenn man die Entschlossenheit hat, das ist einfach das Beispiel. Dann Krishna hilft einem schon. Ne? Ein Guru hilft und wenn man nur möchte, wenn man nur den Wunsch hat, einmal wirklich aufrichtig den Wunsch hat, okay Krishna, jetzt gehört dir. Mein Leben, mein Körper, meine Sprache, mein alles ist gehört dir, was ich brauche. Nicht mehr. Krishna akzeptiert es. Krishna hört das Gebet. Wenn man sehr aufrichtig betet, wenn es wirklich, wenn es keine Show ist, wenn man das wirklich ernst meint und wenn man mal sagt, okay, genug von dieser Welt. Ne? Bhagavatam sagt, Tasmat Guru Prapadyeta. Jigyasu Shreya Muttama. Tasmat heißt genug. Tasmat Sanskrit heißt deswegen. Aber deswegen heißt warum? Wenn man wirklich genug hat von dieser Welt. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hat gesagt, wenn du mit einem One-Way-Ticket zum Guru kommst,
komm zum Guru, ich möchte nicht mehr in diese Welt zurück. Komm zum Guru und hab verstanden, okay, das ist mein Platz. Ich möchte nicht mehr. Dann Krishna akzeptiert sofort. Krishna schickt sofort auch den Guru. Wenn man sich wirklich mal fragt, was mache ich hier überhaupt eigentlich? Wozu existiere ich überhaupt? Wozu opfere ich mich hier auf in dieser Welt? Warum soll ich da 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Jahre von meinem Leben für irgendwen geben, die absolut nicht dankbar sind? Denn das ist völlig wurscht, ob ich existiere oder nicht. Wozu soll ich das machen? Wenn man sich mal wirklich fragt, Krishna schickt sofort denjenigen, der sagt, was ist Shreya Uttama, was ist wirklich das Beste im Leben. Und das ist nämlich, sich Krishna im Herzen zu wünschen und nichts anderes. Satyabrata Muni gibt einfach das Beispiel, wie er fokussiert und nicht nur dann ist nicht nur Krishna, dann sagt er, Idam Demukam Bhujam Abhyakta Nila, ich möchte das Lotusgesicht von Krishna sehen. Vorher den ganzen Körper, den ganzen Krishna, dann nur das Lotusgesicht, bis Muschumbitam, wie es immer wieder geküsst wird, von Gopia. Gopia kann jetzt Yashoda sein, kann auch Srimati Radhika sein. Steht nur Gopia, ne? Muschumbitam. Bimbarakta Dharame, Manasya Virastam, Alam Laksha. Alam Laksha Laiva, genug mit dem Rest. Dann ist man immer happy. Wenn man nichts mehr von dieser Welt braucht und nichts mehr möchte und die Dinge einfach akzeptiert, wie sie sind, zufrieden ist mit dem, was kommt an Glück und Leid. Das ist nicht die Ursache von meinem Glück und Leid, was in dieser Welt passiert. Das nimmt man, wie es eben einfach kommt. Der Geist ist Idam Demukam Bhojam Avyakta Nilai Vrittam Kundalai Snigda Raktais Chagopya. Krishnas Haare, Krishnas Lotusgesicht, das ist der Geist. Der Bilwa Mangal Thakur sagt, Maduram Maduram Vapurasya Vibhor Maduram Maduram Vadanam Maduram Madugandam Ridusmitam Etadaho Maduram 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 Maduram. Wie sweet ist Krishna, ne? Maduram Maduram Vapurasya Vibhor. Wie ist der Körper von Krishna, ist einfach so sweet. Der ist sweet and sweet, süß, süß. Aber Maduram Maduram Vadanam Maduram, nur Krishnas Gesicht ist süß, süß und süß. Madugandam Ridu Smitam Etat Aho, dann sagt er Aho, wie Krishnas Lächeln, Maduganda, mit Krishna hat keinen Mundgeruch, so wie in dieser Welt. So Krishna, aus Radharanis Mund kommt so ein nicer Duft, dass sie ständig die Hummeln verscheuchen muss, die denken, das ist eine Lotusblume. Duftet einfach so Krishnas, so Madugandam Ridu, und es ist sanft, Krishnas Lächeln. Das mit dem Eta da hoch. Das Lächeln ist einfach so erstaunlich. Es ist süß, 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 süß. Das ist ein bisschen Mangal Thakur in seiner Meditation. Und alle Acharyas geben uns den Weg. Man muss einfach mal stehen bleiben. Im Leben und einfach mal schauen. Man ist schon dort, ne? Wir sind halt immer auf der Suche, wir rennen immer nach irgendwas nach. Das ist das Problem, was kriegst du eh nicht in dieser Welt. Wir haben eine Karotte da hängen vor uns und der rennen wir halt nach, Leben für Leben. Ne? Die rennt halt mit uns mit. Das ist diese Welt. Aber wenn man einfach mal stehen bleibt und nach innen geht, dann ist alles schon da. Das ist, Kattik ist eigentlich dafür gedacht. Ne? Warum essen wir keine Paradeiser, keine Melanzani, kein Urital und kein Sesam? Weil die Dinge nach außen gehen, das ist Rajasik. Ne? Dafür ist es gedacht und kein Honig und was weiß ich, was alles noch und Rajma. Weil das sind alles Speisen, die das Bewusstsein nach außen bringen. Nicht? Sondern wir, Kattik ist gedacht, um nach innen zu gehen. Dass man, darum fahren so viele Devotees nach Brindavan und machen einfach Sadhana, machen einfach Parikrama, gehen von Krishnas Platz zu Platz, wo Krishna seine Lilas gemacht hat, nach Gokul, wo Krishna angebunden worden ist an den Mörser. Und denken dran, das ist das Einzige. Tishtam Brajeda Tanurage Jananugami Kalam Naita Kilamiti Upadesha Saram Tannama Rupa Charitadi Sukhitananu Smriti Ukramena Rasanamanasthini Soche. Es geht einfach nur um das. Kirtan machen, die Zunge beschäftigen und den Geist beschäftigen. In Krishnas Dienst.
Das ist einfach alles. Und das ist Kattik Brata, das ist beste Brata. Wenn man sich das vornimmt, alle anderen, diese äußerlichen Dinge, sind diese automatisch. Wird gesagt, ne? Smaktavyam satatam Vishnu vismartayo najato chit. Sarva vidini sheda syur etayo eva kinkara. Man soll einfach immer sich an Vishnu erinnern oder Krishna und ihn nie vergessen. Alle anderen Regeln sollten die Diener sein von den beiden. Ne? Sarva vidyam nisheda syur heißt, sie sollten sein. Etayor, deren beiden Diener, Kinkara. Das ist alles, was wir machen, alles Fasten und alle Festivals und alles, was dafür gedacht, dass man Krishna nicht vergisst und an ihn denkt. Dafür ist es gut. Wenn man das, wenn man Krishna vergisst und so viel Service macht, dann was ist der Nutzen? Aber wenn man es für Krishna macht, dann kann man ihn gar nicht vergessen. Und wenn man ihn vergisst, dann kommt Krishna und sagt, hey, bin auch noch da. So. Dafür ist alles gut, dafür ist Kartik Brata da, dafür singen wir Damodrashtakam. Das ist nicht Musik, dafür machen wir Kirtan. Krishna genießt, hoffentlich war es nicht so schlimm, aber Krishna hatte Freude mit der Sangita, mit Musik und Singen und die Bhaktas denken an Krishna und that's it. Das ist die, der Rest, was da an Schmutz im Herzen noch vorhanden ist, es verschwindet dadurch. Einfach durch das. Indem man einfach an Krishna denkt. Man muss keine gesonderten Sadhana machen oder irgendwelche Praktiken und Techniken und Taktiken machen. Das braucht man alles nicht. Der Punkt ist einfach, denk an Krishna. In der Früh, wenn man aufsteht, der erste Gedanke ist Shri Guru. Und wenn man an Shri Guru denkt, ist man sofort bei Krishna. Guru ist wieder, das ist das Kabel, ne? Geht zu Krishna, das angreifst, bist sofort verbunden mit Krishnas Erinnerung und Krishnas ist einfach da. So, und wenn man schlafen geht am Abend, dasselbe und dazwischen am besten auch. Dafür ist es da und das kann man immer machen. Mahaprabhu hat diesen schönen Vorgang gegeben, chant einfach Harinam. Ne? Ja, jetzt habe ich gesagt, Kibojane Kishane Kibojagarane Ahanisha Chinta Krishna Bolaho Vadane. Ob du jetzt schläfst oder ob du isst oder was immer du machst, ob du wach bist, chant einfach Krishnas Namen und denk an ihn. Das. Guru Maharaj hat gesagt, always. 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 16 rounds nonsense. 64 rounds nonsense. Always chant Harinam. Immer, ne? Immer. Natürlich sind 16 Runden kein Nonsens und 64 Runden kein Nonsens. Aber man muss verstehen, Guru Maharaj wollte einfach Kirtaniya Sadahari. Das ist einfach Mahaprabhus Anweisung. Sri Damodarashtakam ki jai, Sri Radha Damodar Masa ki jai, Srila Gurudeva ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Go Premanande Hari.